Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Also, wo ist denn dieser Starbucks? Ihr habt schon einen Starbucks, oder? Starbucks? Nein, wir haben keinen. Bei uns gibt es nur die Schulcafeteria. Und bevor wir hingehen, Poppy, bitte tu uns einen Gefallen. Bitte mach keinen Ärger mehr und halte dich an die Regeln. Sonst müssen wir alle dafür büßen und wieder nachsitzen gehen. Ach, Molly, jetzt schieb doch keine Panik. Es ist doch nicht meine Schuld, dass die Schulleitung so verklemmt ist. Aber ja, ich werde es versuchen, euch zuliebe. Okay, danke. Oh Mensch, ich habe so einen Kohldampf. Ich gehe schon mal vor, okay? Und bestell mir das Essen. Und dann reserviere ich einen Tisch für uns alle. Ihr wisst ja, wie schnell die Tische weggehen. Ich habe auch schon richtigen Hunger. Ich freue mich schon so sehr auf das Essen. Unsere Universität hat einfach das beste Essen. Molly, wo ist eigentlich die Speisekarte? Und wieso kommt keine Bedienung oder Kellner? Mensch, Poppy, das ist doch kein Restaurant. Das ist eine Selbstbedienung. Was? Selbstbedienung? Heißt das etwa, ich muss mir mein eigenes Essen auf den Teller geben? Oh mein Gott, ich bin traumatisiert. Oh Mensch, Poppy. Also ganz so schlimm ist es ja auch wiederum nicht. Hier, nimm das in die Hand. Da hast du recht. Es ist nicht nur ein bisschen schlimm, sondern extrem schlimm. Die Schule ist ja voll untergekommen. Bevor du schlecht über die Kantine redest, warte, bis du das Essen siehst. Es ist sowas von lecker. Hallo, einmal Blaubeerpüree. Einmal Blaubeerpüree. Kommt sofort. Hier deine Portion. Darf es sonst noch was sein? Poppy, geh mal zur Seite. Was könnte ich noch wollen? Ah, das Sandwich, aber das hole ich mir selber. Dankeschön. Und was nimmst du? Also das Essen schaut schon sehr qualitativ minderwertig aus. Du musst wissen, ich esse sonst immer nur Steak und Kaviar. Gibt es denn hier sowas? Mädchen, das ist eine Kantine und kein Luxusrestaurant. Oh, okay, dann esse ich eine Portion Cola Zero, bitte. Ja, bitteschön. Dankeschön für das Essen. Ich hoffe, der Esssaal schaut besser aus wie die Kantine. Ha, Kiki sollte uns einen Tisch reserviert haben. Wo ist sie nur? Hey Leute, ich habe einen Tisch für uns gefunden. Kommt rüber. Boah, dieser Esssaal schaut ja richtig altmodisch aus. Es erinnert mich irgendwie an Harry Potter. Ha, Kiki ist dort drüben. Komm, lass uns hingehen. Und du meinst wohl Harry Potter und nicht Harry Potter. Oh, wieso muss die neue Studentin ausgerechnet neben mir sitzen? Also Harriet denkt auch, sie ist die Coolste, wenn sie auf der Fensterbank sitzt. Okay Leute, es fängt gleich Was an. Was fängt an? Naja, die ganze Schule weiß ja, dass Harriet voll verliebt ist in den beliebtesten Jungen der Schule. Und zwar dem Sohn von der Direktorin. Aber irgendwie steht er einfach nicht auf Okay, Leute, in 5 Sekunden fängt die Show an. Genießt es. 1, 2, 3, 4, 5. Mann, sind hier viele Studenten heute. Oh, Max, bist du schon fertig? Leo, bitte setz dich neben mir hin. Ich hab dir den besten Platz freigehalten. Beruhig dich doch. Oh Mann, alle Plätze sind schon vergeben. Jetzt muss ich wirklich neben mir hinsetzen. Oh. Du und Harriet passen so gut zusammen. Hä, was redest du? Wer ist überhaupt Harriet? Ich kenne keine Harriet. Leo, mein Schatz. Wie kannst du nur meinen Namen vergessen? Ich bin Harriet. Sag mal, Poppy, habe ich dir zu viel versprochen? Das ist doch purer Comedy. Oh, Kiki, hast du schon vom neuen Gerücht gehört, das herumkursiert? Zwar hat Leo einfach jedes Mädchen oder fast jedes Mädchen von dieser Schule geküsst. Ist das etwa eine neue Schülerin? Oh, Leo, sorry, wir haben jetzt Chemieunterricht. Wir müssen los, aber ich warte nach der Schule auf dich. Tschüss. Oh Mann, das war einfach der Highlight meines Tages. Das war so lustig. Oh, na, was lachst du so frech? Was ist so lustig daran? Sag es mir. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du redest mit ihm so, als wärt ihr schon zusammen. Und das Lustige ist ja, dass man sowas von merkt, dass er einfach nicht auf dich steht. Du weißt schon, dass ich die Schulsprecherin bin. Solltest mit mir respektvoll reden. Und er liebt mich vielleicht nicht jetzt, aber er wird sich noch in mich verlieben. Okay, wenn du das sagst... Was geht denn hier vor sich? Ist alles okay bei euch beiden? Ja, aber natürlich, mein Schatz. Jetzt nennst du ihn auch noch Schatz. Oh nein, ich hab sie in seine Arme geschubst. Oh nein, er hat sie sogar berührt. Er darf doch nur mich berühren, seine baldige zukünftige Freundin. Wow, was ist denn jetzt gerade passiert? Sag mal, nur weil du der Sohn von der Direktorin bist, heißt es nicht, dass du mich angreifen sollst, okay? Und ich hätte deine Hilfe nicht gebraucht. Also in Zukunft, bitte greif mich nicht mehr an. Oh Gott, ich glaube, ich bekomme gleich einen Herzinfarkt. Wie redet sie bitte mit dir? Also ich habe noch nie ein Mädchen wie sie getroffen. Na, das wird aber ein interessantes Schuljahr. Komm, Molly, wir müssen ihr nach. Poppy, warte auf uns. Ist alles okay? Hast du dich verletzt?
verletzt beim Sturz. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du vor Harriet in seine Arme gefallen bist. Also ich muss sagen, sogar ich bin ein bisschen eifersüchtig. Ich hätte auch gerne eine Umarmung von Leo gehabt. Also sogar ich muss zugeben, Leo schaut richtig gut aus. Aber ich komme hier aus Los Angeles und dort ist er einfach nur einer von vielen, die gut ausschauen. Was? Nur einer von vielen? Boah, dann muss ich auch mal nach Los Angeles kommen. Vielleicht bekomme ich dann auch einen Freund. Oh Molly, wir beide haben unsere Rucksäcke vergessen. Komm, wir müssen schnell holen gehen. Wir sehen uns später, Poppy. Okay, bis später. Harriet, Harriet, du weißt nicht, was ich gerade gesehen habe. Anna von der Klasse 2B hat Fotos von Leo gemacht. Warte mal, Anna von der Klasse 2 hat Fotos von meinem Leo gemacht? Die kann was erleben. Harriet, lass mich los. Ich habe doch nichts getan. Aua. Was fällt dir ein, Fotos von meinem Freund zu machen? Habe ich dir etwa die Erlaubnis gegeben? Aber ich habe doch nur ein Foto von ihm gemacht. Wie du einfach scheinheilig tust, als ob du nichts getan hast. Ist dir nicht bewusst, dass Leo mir gehört? Nur ich darf ihn anschauen. Aber ich kann doch nichts dafür. Ich musste ein Foto für ihn machen, für die Schulzeitung. Das ist alles nur Teil von einem Schulprojekt. Und Leo ist nun mal mein Projektpartner. Also wenn du deinen Mund öffnest, kommt einfach nur bla 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 raus. Was geht denn hier vor sich? Bitte Harriet, es tut mir so leid. Ich hätte kein Foto von ihm machen dürfen, auch wenn es eine Schularbeit gewesen ist. Weißt du was, Anna? Weil ich so ein herzensguter Mensch bin, werde ich deine Entschuldigung annehmen. Aber ich muss dich trotzdem bestrafen, wenn du magst. Dunkle Orte. Sag mal, Harry, geht's noch? Wie besessen kannst du bitte sein? Also dein Verhalten ist nicht normal. Ich glaube, du musst in eine Psychiatrie gehen. Oh, du schon wieder. Mein Leben, bevor du gekommen bist, war einfach perfekt. Keine Sorge, ich habe auch nicht vor, länger an dieser Schule zu bleiben. Aber lass sie jetzt los. Nein, das ist meine Angelegenheit. Das geht dich gar nichts an. Du musst wohl die neue Studentin sein. Bitte hilf mir, ich habe Angst. Keine Sorge, zum Glück habe ich Taekwondo in der Schule gelernt. Hiya! Und von nun an wirst du Anna in Ruhe lassen. Hast du mich verstanden? Oh, ich hasse Mobber. Das sollte dir eine Lehre sein. Und rein mit dir. Und wie du bereits vorhin schon gesagt hast, ich hoffe, du magst es im Dunkeln. Keine Sorge, Anna. Von nun an wird sie dich alleine lassen. Dankeschön. Du hast mir mein Leben gerettet. Ich hatte so extreme Angst. Ach, das ist gar kein Ding. Mir war so langweilig, dass ich einfach herumgewandert bin. Und dann habe ich euch gehört. Oh, wirklich? Da hatte ich ja wirklich Glück. Poppy, wieso weint Anna? Was hast du ihr angetan? Poppy hat gar nichts getan. Sie hat mich gerettet. Oh nein, ich komme zum spät zum Unterricht. Oh, Poppy, du hast sie beschützt. Entschuldigung, dass wir dir unterstellt haben, dass du sie zum Weinen gebracht hast. Ach so, gar kein Problem. Das ist mir doch egal, was ihr von mir denkt. Meine, ich werde eh nicht mehr lange an dieser Schule bleiben, dass ich überhaupt Freundschaften schließen muss. Wo könnte sich Harriet nur befinden? Ich habe sie überall gesucht. Harriet, Harriet, wo bist du? Ich bin hier, du Idiot. Mach die Türe auf. Was machst du denn im Schullagerraum? Hat man dich etwa eingesperrt hier? Ja, was denn sonst, du Idiot? Das war alles nur Poppys Schuld. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Oh, ich bin so wütend. Was, diese Klasse ist ja voll altmodisch. Sie ist nicht mal ausgestattet mit Computern. Ah, du musst die neue Studentin Poppy sein. Grüß Gott, mein Name ist Herr Professor Nase. Und heute lernen wir rechnen. Jetzt sprecht mir nach. 5 plus 5 ist 1. 2 mal 1 ist 4. Und jetzt sagt ihr alle, ich esse gerne Kaka. 5 plus 5 ist 1. Ich esse gerne Kaka. Das stimmt doch hinten und vorne nicht. Poppy. Hör auf! Ja, aber wieso, Kiki? Irgendjemand muss es ja sagen. Das ist eure letzte Verwarnung. Sonst kommt das gesamte Zimmer nachsitzen. Habt ihr mich verstanden? Bitte, Poppy, ich will nicht nachsitzen. Oh, okay, okay, ich hör schon auf. Oh, und jetzt lernen wir einen ganz wichtigen deutschen Satz. Spricht mir alle nach. Ich liebe Furzen. Ich liebe Furzen. Okay, und jetzt seid ihr dran. Ich liebe Furzen. Okay, das habt ihr wirklich alle gut gemacht. Merkt euch diese zwei Sätze, denn das kommt zur nächsten Deutschschularbeit. Auf Wiedersehen. Also was lernt ihr bitte im Unterricht? Ich habe Kopfschmerzen. Naja, du hast Kopfschmerzen, weil du kein Gehirn hast. Oh. Hey, ich habe dir jetzt gar nichts getan. Was ist dein Problem? Oh, na, der haben wir es gezeigt. Denken Sie jetzt wirklich, dass Sie mich verletzt haben mit diesem Papierknäuel? Das hat sie wohl wirklich gedacht. Naja, Harriet war ja noch nie die hellste Birne in dieser Schule.
Schule. Also kommt, endlich ist der Unterricht fertig. Oh, endlich ist der Tag vorbei. Also Mädels, wohin gehen wir heute feiern? In welchen Club geht ihr sonst immer? Oh, ich habe mich den ganzen Tag schon so gefreut, auszugehen und zum Feiern. Naja, Poppy, ist dir vielleicht entgangen, dass unser Internat irgendwo im Nirgendwo ist? Hier gibt es einfach gar nichts. Und ja, ich werde feiern, aber in meinen Träumen. Also, gute Nacht. Bin eigentlich auch schon müde. Boah, ey, ihr beide seid einfach solche Spaßbremsen. Sorry, Poppy, morgen haben wir Fußball und das wird so anstrengend. Ich muss gut ausgeruht sein. Gute Nacht. Oh, dann gehe ich halt auch schlafen. Wo ist denn mein Pyjama? Was ist denn das denn? Sogar meine Oma hat was Besseres an. Aber zum Glück habe ich meinen eigenen Designer-Pyjama mitgebracht von Gucci. Also ich ziehe doch sicher nicht so was Hässliches an. Okay. Oh, ich kann einfach nicht schlafen. Ich werde mal die Schule erkunden gehen. Also die Schule in der Nacht ist schon irgendwie unheimlich. Ich komme mir vor wie in einem Horrorfilm. Wow, so viele Bücher hier. Und was ist denn das für ein Raum? Oh, der Computerraum! Endlich kann ich meiner besten Freundin auf Instagram schreiben. Ich meine, es ist ja eh schon so spät. Alle sind bestimmt schon am Schlafen. Okay, Zeit, zu meiner besten Freundin zu schreiben. Hallo Bestie, ich vermisse dich so sehr. Oh mein Gott, diese Schule schaut aus wie Hogwarts von Harry Potter. Und die Studenten hier. Oh mein Gott, die sind einfach so altmodisch angezogen. PS, keine Angst, ich werde es schon noch schaffen, von hier auszubrechen. Sorry, dass ich dir keine SMS schreiben konnte. Man hat mir das Handy weggenommen. Fangen wir mit der Nachtpatrouille an. Oh nein, von wo kommt dieses Geräusch her? Wer hat das Licht angelassen? Das waren doch Geräusche aus dem Computerraum. Oh nein, man wird mich erwischen. Wer ist hier? Zeig dich. Jemand hat den Computerraum betreten. Na, wenn ich dich erwische, wo ist sie nur hin? Oh nein, oh nein, oh nein, sie kommt immer näher. Was soll ich nur tun? Bleib gefälligst stehen. Ich hab gesehen, dass du durch diese Tür bist. Hey, ich muss mich schnell verstecken. Was machst du in meinem Bett? Psst, tu bitte so, als ob du schläfst. Ich war mir so sicher, dass die Person hier reingekommen ist. Aber scheinbar habe ich mir das nur eingebildet. Du kannst jetzt aufstehen, sie ist weg. Warte mal, du bist doch die neue Studentin, die mich heute voll angemotzt hat. Hast du nicht zu mir gesagt, ich soll dich nicht angreifen? Und jetzt plötzlich kuschelst du dich zu mir ins Bett. Also das soll mal jemand verstehen. Oh nein, nicht du schon wieder. Auch wenn du der letzte überlebende Junge auf dieser Erde bist, würde ich dich nicht angreifen wollen. Du bist so ekelhaft. Und wieso hast du überhaupt nichts an? Ich habe immer nur eine Boxershort zum Schlafen an. Und woher sollte ich bitte wissen, dass du dich so extrem in mich verliebt hast, dass du es kaum aushaltest und dich sogar in mein Bett schleichst. Also ich hätte dich nicht so eingeschätzt. Oh Gott, du bist so ein Idiot. Ach, meine Augen brennen. Ich muss weg. Das war einfach so peinlich. Was macht ihr denn hier? Mensch, ihr habt mich gerade so erschreckt. Wieso steht ihr auch da mitten in der Nacht? Naja, wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Wir konnten dich nirgends finden und deshalb haben wir auf dich gewartet. Was? Ihr habt auf mich gewartet? Oh, das ist aber süß. Oh mein Gott, ihr könnt nicht glauben, was mir passiert ist. Ja, ich habe mich rausgeschlichen und war im Computerraum und die Schulleitung hätte mich fast erwischt. Poppy, das kannst du doch nicht machen. Was ist, wenn man dich erwischt hätte? Dann hätten ich und Kiki auch Probleme bekommen. Also du hast schon ein sehr egoistisches Verhalten. Hab ein bisschen Rücksicht auf andere. Es geht nicht immer nur um dich. Ich meine, was ist, wenn wir wegen dir von der Schule geflogen wären? Denn im Vergleich zu dir wollen wir in diese Schule gehen. Wisst ihr was? Ich bereue es so sehr, dass ich es euch gesagt habe, weil eigentlich... Es geht euch gar nichts an, was ich abends so herumtreibe. Ich weiß nicht, wem du was beweisen musst, Poppy, aber ich wette mit dir, unter deiner Fassade steckt ein Mädchen, das genauso ist wie wir. Das ist echt schade, dass du so denkst, Poppy. Ich hätte mir so gewünscht, dass wir alle Freunde werden. Ich meine, wer braucht schon Freunde? In meiner damaligen Schule war ich das beliebteste Mädchen. So sollte ich da mit Losern befreundet sein wollen? Oh, okay, nein, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Ich hab's eigentlich nicht so gemeint. Sie sind beide ja eh nett. Und ich habe eh ein schlechtes Gewissen. Ich weiß eh, hätte man mich erwischt, hätte man sie auch bestraft.
Aber ich will einfach nur weg von hier. Was soll ich nur machen? Hallo Toasties, ich hoffe, euch hat die Episode gut gefallen. Schreibt in den Kommentaren, ob ihr euch mit Poppy befreunden würdet. Okay, und ihr wisst, glaube ich, eh, was jetzt kommt. Und zwar grüßen wir unsere Superfans. Ganz liebe Grüße an Mina, Indra, Mia, Laura, Tarik und Ben. Ich bin euch so dankbar für euren Support. Der nächste Gruß geht an die liebe Daphne. Dankeschön, dass du Tokotoast und Tokotoast Lilly abonniert hast. Und auch großes Dankeschön an dich, Luisa. Dankeschön, dass du immer bei unseren Premieren dabei bist und dass du die Glocke aktiviert hast. Und der letzte Gruß geht an die liebe Marleen. Dankeschön für deinen Support. Oh, Toasties, wusstet ihr eigentlich, dass ich auch einen eigenen Channel habe? Und zwar heißt er Tokotoast Lilly. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir ein Abo geben könnt. Und wir sehen uns zur nächsten Episode wieder. Tschüss, ich hab euch lieb.